Wie seid ihr auf Cookies gekommen, den Namen Cookies? Ziemlich einfach. Wir haben echt super viele Kekse bei uns damals rumfliegen gehabt im Büro. Und der Name Cookie ist uns ziemlich schnell reingekommen, kann wirklich jeder aussprechen. Also sei es der Franzose, der Italiener, der Chinese. Und es ist wirklich, Cookie ist halt echt ein nettes, cooles Wort. Und wenn du es einmal siehst, wie es geschrieben wird, wir haben es auch ein bisschen falsch geschrieben, brennt es sich direkt ein. Und Cookie ist halt wirklich super einfach auszusprechen, selbst morgens um 3 vor der Theke. Das ist auch ein schönes Logo. Und ich habe ja auch immer das Problem, dass sie viele Veranstaltungen bei uns haben. Und manche Leute wollen Cocktails haben und ja. Ich habe gar keinen Barmann dafür. Ja. Und wenn ich jetzt das mal sehe, da, ich weiß nicht, wie viele Sorten gibt es davon? Ja, gibt 6 und Cocktails, du kennst sie ja wahrscheinlich selber, es gibt ja diese Fertig-Cocktails, die es auf dem Markt gibt und du weißt auch, wie die schmecken, hast bestimmt eine Meinung dazu. Ja. Und ja, deswegen wir probieren es gleich mal deswegen aus. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich freue mich. Weil euer Ruf ja eigentlich vorgeeilt ist, dass das extrem lecker sein muss. Ne? Okay. Ich wusste auch gar nicht, dass sowas gefroren funktioniert. Ja. Das ist ein bisschen der Trick dabei, an der ganzen Sache, wie wir es machen. Aber ja, wir werden. Ja, mit was fange ich an dann? Mit was? Ja. Magst du eher süß oder herb? Ich trinke alles, was gut ist. Du trinkst alles. Ja. Kennst du einen Mojito? Mojito ist super. Ich lasse Leute super gerne Mojito probieren. Also wie gesagt, du nimmst einfach die tiefgefrorene Flasche, stellst die in den Toaster. Der geht von alleine an. Der sieht ja noch geil aus. Ne? Genau, du toastest hier quasi einen Drink. Ganz wichtig, wir wollen jetzt nicht den klassischen Barkeeper ersetzen. Also hättest du jetzt einen Barkeeper, würden wir dir nicht sagen, hey, Cookie ist geiler. Aber wir haben als Beispiel fast alle Ibis-Hotels in Deutschland, Catering-Firmen, aber auch einen Kiosk am See und Minigolfanlage. Wo du echt unterschiedliche Mitarbeiter hast. Und das Geile ist, du brauchst jetzt nicht daneben stehen mit der Uhr. Jetzt als Beispiel, du willst ein Mojito, ich habe ihn reingestellt, du willst auch noch ein Bier und Wasser, das mache ich eben fertig. In der Zeit kassiere ich dich ab und der Toaster läuft einfach von alleine. Ja. Also ich sage manchmal, du kannst einen Affen hinter die Theke stellen und der kriegt es hin. Also, ja, okay, ich könnte es auch selber machen. Du könntest es auch selber machen. Ich fände es jetzt eigentlich eher motivierend, dann mal schon fertig. Genau, nein. Der ist jetzt ausgegangen. Und du nimmst die Flasche einfach raus, fühl mal kurz, die ist warm. Ja, lauwarm. Ja. Genau, und ganz wichtig, jetzt einmal über Kopf schütteln. Und du kannst es hören, ich hoffe, das Mikro kriegt es rein. Ja. Das sind die einzelnen Eiswürfel, fühl mal die Flasche jetzt nochmal. Ja. Und kalt. Und das Geile ist, das Ganze bleibt jetzt für die nächste halbe Stunde kalt. Also kalt. Kann die Flasche mal stehen lassen. Also die Eiswürfel da drin schwimmen da jetzt rum. Und ja, du machst wirklich die Flasche auf. Einmal einen Strohhalm dazu, kannst du dir selber ausfüllen. Probier mal. Also das finde ich ja, ohne dass ich probiert habe, schon lustig. Naja, lustig ist eine Sache, Wichtig ist, wie es schmeckt. Ja. Aber wir haben da frische israelische Minze mit drin, daher auch das Aroma. Wichtig, israelische Minze ist halt einfach ein bisschen kräftiger, deshalb benutzen wir die. Magst du noch einen anderen probieren? Geil, ja. Ja, was du da trinkst, haben wir vor 9 Monaten abgefüllt. Vor 9 Monaten? Ja. Schmeckt wie gerade frisch gemacht. Ja, wir sind quasi so, man kann sagen, das Froster-Gemüse für Getränke. Und haben da super lecker drauf. Ja. Echt gut. So, weiter. Okay, Boston auf Gin-Basis, nicht zu süß, nicht zu herb. Das ist der eigentlich immer geht. Also Boston ist so einer, wo wenn Leute sagen, weiß ich nicht, den geben wir mal raus, weil Orangensaft-Gin kannst du nichts falsch machen. Der Mojito ist halt ein sehr eigener, cooler Geschmack. Und ja. Sensationell. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das ein bisschen aufwendiger ist, so eine Maschine zu Hause hinzustellen, dann würde ich, glaube ich, zum Cocktailtrinker. Nee, wir können tatsächlich, viele fragen uns, wie sie so einen Toaster kriegen. Wir verkaufen die tatsächlich nicht an Endverbraucher, weil wir haben so schon Schwierigkeiten, genug so zu produzieren. Als wir angefangen haben, haben wir uns alle ausgelacht. Mittlerweile haben wir weit über 1000 Gastronomen in Deutschland, die das im Einsatz haben. Aber wirklich von Hotelkette bis zum Kiosk am See. Finde ich super. Ich meine, das, was ich jetzt auch hier merke, ist eigentlich, dass der Mojito sich im Geschmack gar nicht verändert. Also der verwässert nicht in dem Sinne, wie man das normalerweise kennt. Zumindest in der Geschwindigkeit nicht. Das Besondere ist bei uns tatsächlich das Eis. Ja, ist noch nicht fertig. Alter. Ich muss dir noch eine El Presidente machen. El Presidente. Das Wichtige bei uns ist halt tatsächlich, wir haben eine spezielle Maschine entwickelt, mit der wir die Eiswürfel machen. Und normalerweise, Eiswürfel schmelzen ja relativ schnell. Wir haben unsere ein bisschen gepimpt, 100%. Das ist aber auch also wirklich geil. Ne? Also das der Boston? Super lecker. Magst du den Boston mehr als den Mojito? Oder? Ich mag beides. Okay. Ich bin mal gespannt, wie du bei auf El Presidente. El Presidente reagierst. Der ist eher für die Biertrinker-Fraktion. Ja, das bin ich eher weniger. Ist eher so die herbere Variante, oder? Genau. Magst du auch was trinken? Du stehst hier so. Du, gib ihm mal was. Was hast du noch? Ich gebe dir einen Presidente. Ach, gib mir auch mal einen Presidente. Wir machen bei dir auch. Ich habe auch den Guarana Grapefruit dabei. Ja, doch, mach mal den. Der ist auch neu, oder? Der ist auch neu. Aber wir haben dieses Jahr 2 neue Sorten rausgehauen, den Mojito und den Grapefruit. Ganz wichtig, der Toaster kann wirklich nonstop toasten.
Also der hat keine Abkühlzeit. Unsere ersten Toaster, die wir noch gebaut haben, die hatten so eine Abkühlzeit, man musste warten. Mittlerweile läuft das Ding halt wirklich durch. Wir haben halt, das ist eine neue Generation von Toaster, also wir haben halt ein bisschen gelernt, weil es gab es halt vorher nicht auf dem Markt, der El Presidente. Trink mal von dem zwei Schlücke. Also wichtig, der verändert, der hat so einen speziellen Geschmack nach dem zweiten Schluck. Finde ich halt richtig geil, ist mein Favorit. Also nichts Falsches dran, bitte. Ja, okay, rum. Ja. Und wie kamt ihr ursprünglich mal so auf die Idee? Überhaupt auch so eine, ich meine, Cocktail direkt so fertig ist ja so eine Sache, aber dann ja wirklich mit dem Eis da drin? Also ganz einfach. Mein bester Kumpel, der Sepp, kommt aus Bad Tölz und trinkt kein Bier. Ja. Also der wohnt mittlerweile in Berlin. Ich habe ihm in Australien eine Frau gefunden, die hat er geheiratet und deshalb ist er nach Berlin gegangen. Deshalb sitzt Cookie jetzt auch in Berlin. Ja. Und es war halt wirklich, du kennst es, wenn du Getränke einfrierst, normalerweise in einer Glasflasche platzt die Glasflasche. Ja. Jeder weiß es. Und dann ist Sepp halt irgendwann draufgekommen, hat rumprobiert, wenn man Eiswürfel reinmacht und die vorher schon gefroren sind, dehnen die sich nicht weiter aus. Und wenn du dann noch Alkohol mit reinmachst, ist es halt super safe. Und so haben wir angefangen. Und als wir das erste Mal raus sind auf dem Markt, haben wir uns gedacht, wir fahren auf jeden Fall zu der Catering-Firma, zu der Hotelkette. Und die haben uns alle ausgelacht. Wir waren bei 10 Leuten, alle 10 haben uns ausgelacht. Heute beliefern wir 8 von denen. Hat 4 Jahre gedauert. Schön. Aber ja, man muss es halt selber mal probiert haben. Und sag mal, das Eis, ist das speziell? Ist das eine andere Dichte oder wie funktioniert das Ganze da? Es ist tatsächlich 100% Wasser. Wir haben tatsächlich ein komplett eigenes Verfahren, wie wir diese Eisstäbe produzieren. Also wir haben selber eine Anlage gebaut. Es gibt in Deutschland, wir sind damals zu Eismaschinenherstellern gegangen, haben gesagt, was wir wollen. Wir wissen nicht, ob die es einfach nicht wollten, weil sie uns ausgelacht haben. Aber die haben uns alle gesagt, was wir wollen, gibt es nicht so. Weil wir eine große Menge brauchen, die müssen halt wirklich einzeln. Wir können jetzt nicht einfach irgendwie Wasser in eine Schale füllen und dann die einzeln rausholen. Und wir haben am Ende diese Maschine selber gebaut. Mittlerweile haben wir eine zweite Version davon. Ja. Sehr gut. Und ja. Also ich muss sagen, alle drei sensationell. Vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg. Also ich werde es auf jeden Fall bestellen. Danke. Ja. Freut mich. Vielen Dank. Ich würde mal sagen, Prost.